Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, eine kleine Holzhütte als Zweithäuschen zu bauen. Und ja, das ist relativ geil für uns. Dann können wir nämlich immer, wenn wir mal Wildschweinchen brauchen, hier rüberlaufen und können dann hier auch dann die Nacht verbringen, damit man nicht immer dann rüberlaufen muss und... Ach du Scheiße. Der Baum hat mich gerade echt erschlagen, ne? Der hat mir gerade Damage zugefügt. Ja. Ich mache hier noch ein bisschen wärmer. So. Schon mal gebaut. Mann, Mann, Mann. Alter, da läuft schon wieder so ein Schneehase. Ja. Die sehen so cool aus und so süß, wenn mit diesem weißen Outfit. So, ein Zehntlammer geschafft. Das ist voll kacke, dass wir eben nicht schlafen konnten. Oh, es wird hell. Ist da hinten ein Wildschwein, Steven? Nee. Stickies, Stickies. Ist Stickies? Aber hier hat uns noch kein Ureinwohner gefunden. Ich habe Angst, dass die unser anderes Haus kaputt machen. Hier sind Hasen, ey. Ich glaube, die greifen nicht an, wenn keiner da ist. Das jetzt hier nehmen wieder. Ich mache gerade mal mit dem sauren Trinkwasser einen Test, weil ich will mal gucken, ob das angezeigt wird, wenn man das wieder runternehmen kann. Ich kann schon keine Hasen mehr dingsen. Ich habe gerade 4 Hasen gekillt. Was machst du? Ich wollte mal gucken, ob man hier das Wasser abkochen kann, aber irgendwie funktioniert das nicht. Du hast vielleicht das größere Lager. Feuer. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade versucht, ich konnte damit nichts machen. Sind wir bald fertig? Nee. Ich dachte, das geht schnell. Ja. So viel ist das jetzt auch nicht mehr. Nur noch 90. Aber so eine Zweitwohnung ist ja auch relativ geil, ne? Lässt du jetzt mal das Wasser da kochen? Ja. Ich packe auch mal 2 Hasen drauf. Ja gut, wenn du die Hasen da drin kochst, dann kannst du nicht mehr dingsen, ne? Nee. Dann ist das Wasser weg. Bist du sicher? Ja, ich habe es ja gerade gemacht. Nico? Ja? Woher denn? Ich habe es ja gerade eben gemacht. Haben wir auch einen Hasen gekocht. Ich hol mir mal ein paar Federn. Komisch.
Ich weiß auch nicht wieso, aber. Wie viel brauchen wir noch? Was waren das jetzt? 90 noch? Ich mach mal mit. Das hier auch. Da mache ich mir hier auch mal ein bisschen drauf. Ein paar Federn. 8 Federn mache ich mal drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, geil. Alter, ich habe hier einen Riesenbaum, Nico. Echt? So, also jetzt kann schlage ich auch ein bisschen deutlich schneller. Ein bisschen deutlich. Alter, wie Rose. Super gefallen. So. Immer so ein bisschen an dem Lager. Wir haben jetzt 20 von 102. Nice. Geht ja richtig schnell. So. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir glaube ich schon wieder keinen Timer gestellt für das Video. Alter, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie jetzt die Folgen sind. Die könnten Überlänge haben, könnten auch ein bisschen Unterlänge haben, weil ich das so schlecht einschätze. Es tut mir echt leid dafür, aber ja. Ich denke mal, wenn der Part jetzt auch erstmal vorbei ist danach, werden wir auch das, wenn wir es bis dahin noch nicht geschafft haben, das Haus hier offscreen weitermachen, weil das lohnt sich ja nicht, das alles dann zu zeigen. Und auf jeden Fall, ja, jetzt werden wir ein bisschen das Haus gemacht, wir versuchen noch ein paar Vögel zu bekommen. Und ich habe gleich keine Ausdauer. Wie der fällt! What the fuck? Wieso fällt der da drauf? Der Baum fällt immer noch. Okay, wir killen ihn mit Bogen. What the fuck? Ja, genau! Alter. Marina greift an. Tschüss. Marina ist tot. So. Nimm du dem. Ach, wir können uns eh bei mal die Horror, ne? Hast du denn jetzt 4 Schaden genommen? Okay. Hast du die Haut dazu bekommen oder hast du jetzt Leben verloren an dem? Ich weiß es nicht. Hast du noch volles Leben? Oh, ne. Hast du noch Haut? Ja, aber weniger, glaube ich. Ja, dann schützt das einfach besser. Aber wo kam der jetzt her? Saß der echt auf dem Riesenbaum? Keine Ahnung, ich war so hier so dran und. Also für mich sagst du, also es wäre auch von oben gekommen. Vor allem, weil der Baum sich so 10.000 Mal in der gedreht hat, so. So. Ich muss sagen, generell Forest hat sich auch irgendwie übertrieben geändert, ne? Also damals war es so, da hattest du, naja, mehrere Bereiche, die man aber jetzt nicht, also es war, also es gab auf jeden Fall dieses Schneegebiet einfach noch nicht damals, oder ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, gab es das schon damals? Glaub nicht, oder? Also wir haben das damals auch nicht so viel gespielt, aber damals war es noch ein bisschen mehr auf, wirklich auf Wald fokussiert. Ja, hier nicht. Also ich habe im Game jetzt noch keinen Wald gesehen. Ja, nein, aber es gibt hier jetzt verschiedene Bereiche, so unterschiedliche Biotope, die halt unterschiedliche Ausstrahlungen haben. Beispielsweise hier Schneides und das ist halt so ein Biotop, wo halt Wildschweine rumeiern. Und wir haben halt so ein bisschen wasserartig. Also wenn man die überhaupt Biotope nennen darf, aber...
So, wir brennen gerade mal schön. Das tut vor allem bei der Kälte hier ganz gut. Ich und mein Feuer, Feuer. Die Vogel kühlen wir mal ganz kurz. Dann machen wir mal ein bisschen Federn. Oh, da ist noch ein Federchen. Und die Feder ist weg. So. Jetzt erstmal die Bäume transportieren. Hast du vielleicht 5 Federn? 5? Ich habe gerade eine. Mhm. Wofür brauchst du die denn? Pfeile. Wie viele Pfeile hast du denn noch? Keine Ahnung. So, neue Pfeile auf. Ja, ja mit. So ein Pfeil. Okay. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Baumstämme ein bisschen rübertragen. Und dann muss ich mir gleich was zu essen machen, weil ich habe absolut keine Ausdauer mehr. Na gut, ich laufe ja aber auch schon immer weiter hier rechts, links, rechts, links. So, dann schmeiß ich mir mal so einen rohen Hasen auf den Grill. Fleisch von. Die kann ich auch nicht mal mitnehmen, ne? Na gut. Füße können wir auch noch essen im Notfall. Habe ich auch noch ein paar. So. Kann ich den Hasen essen? Perfekt, dann ist meine Ausdauer aufgefüllt. Ich finde die Landschaft einfach nur ultra schön. Ich mag, mir gefällt dieses Schneeartige. So, ich kann keine Steine mehr tragen. Wenn ich ein paar Seile hätte, würde es funktionieren. Was machst du da? Hä? Sag halt einfach. Bist du ja was am Kochen oder was? Ne. War noch den Pfeilen am Gucken. Achso. So. Toll, hier war einfach ein leerer Koffer. Alles klar. Ja, es gibt halt also Passagiere, die nehmen halt nicht so viel mit. Ne? Die dürfen halt beispielsweise bei ja, verschiedenen Flugmarken nicht mehr so viel Gepäck mitnehmen. Und da war halt die Mindestanzahl 0 Kilo. Du darfst halt nur mal einen Koffer mitnehmen und dafür musst du sogar extra Geld bezahlen. Weil der Koffer ja selber schon was wiegt. So. Wir haben gut die Hälfte geschafft. Wie gesagt, dann machen wir das gleich noch nach dem Part ein bisschen offscreen weiter. Weil das würden wir auf jeden Fall noch fertigstellen. Damit wir hier auf jeden Fall. Also es ist zwar klar, es ist zwar ein bisschen nervig, dass wir das jetzt bauen und etc. Aber später wird es vom Vorteil sein, weil dann haben wir einfach die Möglichkeit. Wenn wir mal wirklich wieder Wildschweine brauchen, beispielsweise halt für dieses, ja, für diese Schneeanzüge, dann einfach hier hinkommen können und uns hier einfach auch mal für längere Zeit ein bisschen zurücklehnen können und ein bisschen farmen können. Wie viel haben wir? 50. Ja. Also die Hälfte ist geschafft. So. Ein bisschen immer mit. Das bist du, Leute. Kannst du mal gucken, ob du da ein paar Stickies findest? Wieso? Weil da hinten habe ich ja noch so ein großes Lagerfeuer.
Das habe ich neben dem Haus gebaut. Ich habe mal zwei Kaninchen. Kannst du noch eins haben? Steven, im Koffer, wo du angeblich sagtest, dass da nichts drin wäre, habe ich 10, 20 Pfeile gerade bekommen. Ist das bei jedem unterschiedlich oder was? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt 20 Pfeile. Krass. Steven, das ist fertig, ne? Was aus? Ja, ist fertig. Willst du essen, oder? Ja? Das willst du doch essen, oder? Ne. So gesagt, kannst du auch noch eins nehmen. Achso. Ups. Kann man mit den Baumstämmen in der Hand essen? Geht das? Keine Ahnung. Ja, das geht sogar. Ach, man lässt die Baumstämme dafür fallen. Ja, Essen ist wichtiger. So. So, wir haben jetzt über die Hälfte geschafft. Puh! Wie viel haben wir? Von wie viel? 55 haben wir. Von? 102. Nice. Yay. Sind das Stöckchen? Ich glaube, da kommen Stöckchen raus. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, aber das müsste ein Baum sein, oder? Nee, es kommen Sticks raus, tatsächlich. Aber das ist ganz nett. So, ist auch noch ein kleiner Baum. Kommen hier auch noch ein paar Stickies raus. Die brauchen wir nämlich auch. So. Stickies mitnehmen. Oh, das sind sogar richtige Bäume noch. Okay. Dann nehmen wir die jetzt nochmal schnell mit. Dann baue ich schnell das Lagerfeuer dann neben dem Haus so vorbei. Dann haben wir da schon unsere Grundausstattung. Perfekt. Okay, also. Dann würde ich auch sagen, beende ich an dem Part, an der Stelle den Part. Und wir sehen uns dann, wenn das Haus fertig ist, wieder. Denn das ist einfach dann ein bisschen zu langwierig, aber das haben wir schnell geritzt. Der nächste Part kommt bald und bis dann und tschüss. Bye bye.